Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Forschung ist Motor für gesellschaftliche Entwicklung und wirtschaftliche Innovation. Dafür brauchen wir öffentlich finanzierte und unabhängige Forschung in grüner Regierungsverantwortung. Sind deshalb in den letzten Jahren die Mittel für unsere Hochschulen stark erhöht worden. Dieser Weg muss auch in Zeiten von knapperen Haushalten weitergehen und er wird weitergehen, da bin ich mir sicher. Wissenschaft muss öffentlich, transparent und unabhängig sein. Für mehr Entwicklung brauchen wir aber auch mehr private Investitionen in Forschung und darüber beraten wir hier heute mit einem Antrag unserer Koalition, den wir Grüne sehr unterstützen. Wir brauchen mehr innovative und nachhaltige Forschungsaktivitäten in Kooperation mit oder von Unternehmen und dafür müssen wir die Grundlagen neu schaffen. Großkonzerne haben nämlich oft ausreichend Ressourcen und können sich eigene Forschungsabteilungen leisten. Innovationen, gerade wenn wir über Ressourceneffizienz sprechen, entstehen aber gerade auch oft in kleinen und in mittelständischen Unternehmen und da wollen wir ansetzen. Denn diese Unternehmen haben oft keine Ressourcen für Forschung und kleine mittelständische Unternehmen, die sich daran beteiligen wollen, fallen dann bei der Förderung in der einen oder anderen Form dann doch oft auch durchs Raster und das wollen wir ändern. Wir können es uns nämlich nicht leisten, auf die Kreativität und die Innovation zu verzichten, die aus der Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen auf der einen und Wissenschaft auf der anderen Seite auch entstehen kann. Gerade für unsere schleswig-holsteinische Wirtschaft hat das eine besondere Bedeutung, denn, das haben die Kollegen auch schon gesagt, spielen kleine und mittelständische Unternehmen hier eine ganz andere, eine viel existenziellere Rolle, als es beispielsweise in großen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg der Fall ist. Die Bundesrepublik hängt bei der Forschungsförderung für Unternehmen insgesamt hinterher. 27 von 34 OECD-Ländern unterstützen Forschungsaktivitäten von Unternehmen auch steuerlich. Das tun beispielsweise Frankreich und Österreich, die mit aktuellen Vorstößen in dem Bereich auch gerade nachbessern. Und wir glauben, dass die Bundesrepublik das jetzt auch tun soll. Und deshalb ist es gut und richtig, dass es einen Gesetzentwurf auf der Bundesebene gibt, der ab dem 1. Januar 2020 in Kraft treten soll und der genau dort ansetzt, um private Unternehmen bei den Forschungsausgaben zu unterstützen. Es werden durch den Gesetzentwurf deutliche Anreize gesetzt, die wir Grüne auch unterstützen, aber es reicht uns halt eben nicht aus, denn neben den Anreizen, die im aktuellen Gesetzentwurf schon enthalten sind, glauben wir, dass der Gesetzentwurf noch geschärft werden muss und da setzt unser Antrag an. Deshalb sprechen wir uns für eine Begrenzung der förderfähigen Unternehmen auf kleine und mittelständische Unternehmen aus. Das macht aus unserer Sicht Sinn, jetzt mal ganz egal, wo am Ende die Begrenzung bei der Mitarbeiterinnenzahl liegen wird, macht es Sinn, sich auf kleine und mittelständische Unternehmen zu konzentrieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Hölk, mich hatte schon ein bisschen überrascht, dass Sie bei der Kritik an unserem Antrag ausgerechnet sich auf diesen Aspekt konzentrieren, weil ich eigentlich gedacht habe, dass wir da eine Meinung sind und dass wir gemeinsam dafür sorgen sollten, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die auch im Wettbewerb stehen mit großen Konzernen, mit sehr großen Unternehmen, dass wir gerade dort gemeinsam diese Unternehmen gerade aus Schleswig-Holstein heraus unterstützen sollten. Mich hat überrascht, dass Sie das hier heute als Kritikpunkt genannt haben, aber gut, wir werden davon, glaube ich, trotzdem nicht abrücken. Aber nicht nur die Eigenforschung soll in Steuervergünstigungen einbezogen werden, sondern auch Auftragsforschung, das haben die Kollegen zum Großteil auch schon gesagt, muss berücksichtigt werden. Und das ist auch deshalb wichtig, weil gerade im Bereich der Startups, und wir haben uns ja auch in der Jamaika-Koalition gemeinsam zum Ziel gesetzt, noch mehr für Gründungen zu tun und noch mehr dafür zu tun, um für Startups ein attraktives Umfeld hier in Schleswig-Holstein entstehen zu lassen. Gerade für diese Unternehmen, gerade für GründerInnen ist dieser Punkt extrem wichtig, denn viele Startups entstehen ja auch schon in Zusammenarbeit mit universitären Einrichtungen oder auch aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen heraus und da spielt der Punkt Auftragsforschung eine ganz wichtige Rolle und deshalb ist es gut und richtig, dass wir hier gemeinsam aktiv werden.
Aber natürlich können wir Grüne uns im Bereich von Forschung auch noch weitere Maßnahmen vorstellen. Wir können uns vorstellen, dass es auch im Bund oder vielleicht auch in der Europäischen Union Förderprogramme geben könnte, die gerade auch ressourceneffizientes Wirtschaften noch mal stärker unterstützen, Ideenentwicklung in dem Bereich. Wir können uns vorstellen, dass nicht einfach nur Unternehmen Auftragsforschung betreiben, sondern dass vielleicht auch interdisziplinäre Kooperationsplattformen entstehen. Das alles sind Ansätze, die in der Forschungspolitik in der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft noch eine größere Rolle spielen kann. Wir beschließen heute jetzt erstmal unseren Antrag, verbessern das Gesetz, was es auf Bundesebene gibt. Und da bin ich mir sicher, dass noch viele weitere Initiativen folgen werden und es unserer schleswig-holsteinischen Wirtschaft und aber auch der Wissenschaft guttun wird und wir gemeinsam da noch viel erreichen werden. Vielen Dank.